Was ist wehrhafte Demokratie? Kurz gesagt bedeutet das, dass die Demokratie tatsächlich demokratische Rechte einschränkt, um ihre demokratischen Mindeststandards zu schützen. Das bedeutet also beispielsweise, dass es nicht möglich ist, durch eine Mehrheit die Demokratie abzuschaffen und eine Diktatur zu errichten. Woher kommt jetzt der Begriff? Das Bundesverfassungsgericht bezeichnet das politische System in Deutschland als streitbare, wehrhafte Demokratie. Und das bedeutet dann eben, wie gerade schon mal beispielhaft ausgeführt, im Endeffekt, dass die Demokratie ihre freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigt. Freiheitlich-demokratische Grundordnung, das ist ein Begriff aus dem Grundgesetz, also der deutschen Verfassung. Und beschreibt eben, dass es einen nicht abänderbaren Kern unseres Gemeinwesens gibt. Also gewisse Werte und Normen, die eben unveränderbar sind. Da kann man dann exemplarisch nennen die Menschenwürde, das Prinzip der Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit. Zentrale Aussage der wehrhaften Demokratie ist also, wie schon gesagt, dass die Demokratie ihre freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigt. Das bedeutet, sie beschützt diese gegen Verfassungsfeinde. Und zwar, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, auch schon präventiv, also bevor etwas passiert natürlich, bevor die Demokratie schon von jemandem angegriffen wurde. Und solche Verfassungsfeinde, das können auf der einen Seite natürlich Einzelpersonen sein, aber auch Zusammenschlüsse von Personen wie eben Parteien. Die Demokratie hat also natürlich dann auch ganz bestimmte Mittel, um sich gegen Verfassungsfeinde zu wehren. Schauen wir mal exemplarisch hier auf vier Stück. Und zwar als erstes mal das Widerstandsrecht der Bürgerinnen und Bürger. Das bedeutet, jeder, der aktiv wird, die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen, gegen den haben Bürgerinnen und Bürger eben ein Widerstandsrecht. Wichtig ist aber, dass diese Person wirklich aktiv wird. Also eine rein geistige, ablehnende Haltung ist hier nicht ausreichend. Als zweiten Punkt wollen wir mal noch die Aberkennung bestimmter Grundrechte bei Verfassungsfeinden nennen. Außerdem, das wäre jetzt dann die Nummer 3, das Verbot von Parteien. Hier wurde beispielsweise 1952 SRP, Sozialistische Reichspartei, eine Nachfolgeorganisation der NSDAP verboten. 1956 wurde auch eine Partei verboten, das war dann die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD. Außerdem auch zu nennen, das wäre jetzt noch der vierte Punkt hier exemplarisch, dass es eben so ist, dass nur Personen, die dem Staat gegenüber loyal sind, als Beamten überhaupt arbeiten dürfen. Abschließend also ganz wichtig, wehrhafte Demokratie, das bedeutet einfach, dass die Demokratie Mittel hat, sich auch schon präventiv gegen Verfassungsfeinde zu wehren. Das bedeutet also, Demokratie ist nicht einfach irgendwie, jeder macht ja das, was er will, sondern auch hier gibt es einfach gewisse Leitplanken, könnte man sagen, die dann die Demokratie eben ganz massiv schützt, und das ist eben die freiheitlich-demokratische Grundordnung.